Okay, spin. Ich mach einfach. Drück einmal zusammen. Bam. Drück direkt nochmal hier. Schön, schön. Das ist geil, oder? Fette Katze. Mit Anlauf. Ja. Salut zusammen, herzlich willkommen hier bei Paco One Schweiz. Heute auf Hochdeutsch, weil wir zwei Gäste haben aus Berlin. Die mal schnell vorstellen, was wir heute machen. Hallo zusammen, Luca und Ming hier. Wir freuen uns sehr, bei unseren Schweizer Freunden hier sein zu dürfen. Die letzten paar Tage haben wir schon bei einigen Trainings mitgemacht, das neue Office begutachten können. Und jetzt gibt es ein Oldschool-Training. Also Berlin und Schweiz zusammen, wo wir uns abwickeln werden, verschiedene Aufgaben stellen werden und ja, am Ende hoffentlich mit vielen neuen Inspirationen, Übungen und vielleicht auch ein bisschen Muskelschmerzen rausgehen. Wir schauen mal, was ihr so vorbereitet habt. Die letzten Krafttrainings waren ja relativ hart. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ja, keine Ahnung. Mein Trizeps erinnert sich. Es wird auf jeden Fall eine Menge zu lachen geben. Wir haben so lange überlegt, was können wir eigentlich machen, dann ist uns aufgefallen, okay, viele alte OG Paco Berlin Trainings haben eigentlich mit dem Ort zu tun. Deswegen haben wir uns sehr einfach spannende Aufgaben überlegt, die auf jeden Fall auch zum Spunzeln anregen werden. Wird ziemlich spannend. Ein modernes Training. Ein ziemlich modernes Training. Und heute zum ersten Mal auch modern in dem Sinne, weil es natürlich das beste Videoformat ist, was es gibt. Und heute auch im besten sprachlichen Format, was es gibt. Weil zum ersten Mal kann ich sagen, ich werde auf jeden Fall alles verstehen, wenn wir es auf dem Chat schauen. Deswegen, schreib doch mal drunter, ob du lieber Hochdeutsch oder lieber Schweizerdeutsch hast, was dir was lieber ist. Jetzt damit ab in die Kommentare, wir starten, los geht's! Der sieht gut aus, meine Leute. Bleibt ihr anderen das nicht? Jetzt. Pack one dance, oder? Ja. Hat einen Hund, ein Brett, ungefähr hier. Einmal, dann ganz raus. Zurück in den Hund, also immer. Dann einmal die Hand, ich werde nach vorne. Zurück in den Hund. Gerät in meiner Hand und genau dieses werden wir jetzt für den Fokus nutzen. Wir haben es schon einmal bei uns in den Klassen gemacht, da ein bisschen oldschool-mäßiger, wir wollten ja ein bisschen moderner, ein bisschen spontaner sein. Okay. Helligkeit ist schon ganz oben. So, du hast dieses Tablet. Fragen? Nein. Dann bereit machen. Das allererste Wort, was ihr schreiben wollt. Wir fangen ganz simpel und einfach an, nämlich Schrippe. 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 Ja. Ja. Okay. Gut. So, hab ich so. Ich muss spiegelverkehrt schreiben. Na, aber klar. Abbrechen. Folgender Satz. Ein Wort, oder? Ein Satz, das ist ein krass. Sagen wir zwei Wörter. Sagen wir S-Bahn geboren. Klar. A. Super. Ja, das ist schon wie. Ja, das ist einmal gut. Das ist einmal gut. Hör doch, du bist abbrechen. Das ist nicht so wackeln, sonst will ich. Ich wackel gar nicht, du wackelst. Sonst will es wieder rufen. Ich wackel gar nicht, du wackelst. Ich glaube, ihr seid beides Wackelkandidaten hier. Ja, für euch gibt es heute leider kein Foto. Foto. Gibt es nicht ein Wackelpudding? S-Bahn geboren. S-Bahn. Foto. Ich bin fertig. Ja, gut. Wollt ihr beginnen? Mein Posten wäre ein bisschen weiter hinten. Ich glaube, ist egal, wo. Deswegen. Ja, von dem hier. Passt doch. Ja, dann können wir auch hier beginnen. Okay. Oder ob ihr videotechnisch? Ja, klar. In die Sonne? Ich weiß gar nicht, warum immer mich alle fragen. Weil du im Nachhinein immer kommst, das ist videotechnisch nicht so gut. Man müsste das Wort wechseln. Da hat er recht. Aber muss sagen, Abo hat schon viel gelernt. Wenn ihr schon mal Sonne seht, dann wäre es eigentlich gut, wenn ihr auch mal in die Sonne geht. Stimmt. In Berlin, da gibt es nur so Smogwolken am Himmel. Ja. Und saurer Regen, der kommt immer sonntags runter. Saurer Regen. Muss man immer ein bisschen aufpassen. Muss man immer so in, wie heißt es, Ganzkörperanzug. Ja. So.
rausgehen. So diese gelben, leuchtenden. Ja. Die heißen nicht Ghillie Suit, wie heißt die? Chemtech Suit. Okay. Auch nicht. So mit Maske. So. Das wird auch ein Training sein, was ein bisschen Equipment braucht. Und zwar unsere beiden Handys. Wir werden ein bisschen awesome reingehen, indem wir einfach ganz viele Techniken, also Basic-Techniken, machen. Und die so ein bisschen nicht verfeinern, sondern ein bisschen schwerer machen durch ein paar entweder Handicaps oder ein paar Einschränkungen, Vorgaben. Ja? Und das alles ist super zufällig, weil wir haben so ein cooles Tool hier auf dem Handy. Wie haben wir das genannt, Luca? Du meinst noch was? Glücksrad? Glücksrad. Du hast einen geilen Namen gestern gehabt. Spin. Ja. Warte, jetzt mal. Es ist einfach so, Lukas Handy hat die Techniken. Er drückt da einmal drauf, das ist so ein Rad, wie ihr hier seht. Ja? Da kommt die Technik raus und bei mir drückt ihr einmal drauf, da kommt raus, was ihr damit noch machen müsst. Kann sein, dass es schwerer wird, kann sein, dass es gar nicht geht. Kann sein, dass ihr es zusammen machen müsst, irgendwie sowas. Ja? Okay. Lasst euch da überraschen. Und einfach einmal machen. Genau, einmal machen und dann geile Übung. Ist der nächste dran. Ja? Wir gucken mal. Fangen wir mal an und drehen mal eine Technik. Wer möchte zuerst? Einfach mal in die Mitte rein. Ja, schön in die Mitte. Schöner besser. Debitur! Ja, Debitur freigeschaltet. So, einer geht's. Ja. Machst du Bildschirmaufnahme mit? Oh. Machst du beim nächsten? Ja. Das geht. Das ist so Tutorial-mäßig. Genau. Also Demi-Tour ohne Anlauf. Genau. Den Ort und so kannst du dir aussuchen. Einmal schaffen, dann zurück. Ja, sozusagen. Das ist also dreht sozusagen im Team. Hast du gemacht? Ich hab jetzt nicht hingeguckt. Wow! Und Anlauf. Man muss sagen, Falco ist die Kunst der effizienten Fortbewegung und das ist ganz klar Minimalismus. Minimalistischer. Vielleicht wäre es ganz cool, wenn immer irgendwie zwei von euch was machen, also einer dreht und dann suchen zwei sich irgendwas raus. Okay, verschiedene, okay. Und dann drehen wir einfach zu den nächsten. Tada! Glück! Die sagen immer, das ist Wing Move, das ist Wing Move 47 und jetzt weiß ich, was ist. Also einmal so eine Art Handwechsel hier rauf und dann sozusagen Hände absetzen und dann da wieder rum. Das ist der Move. Ich guck mal, ob ich das direkt hinbekomme. Okay. Das ist die Idee und im Team heißt, ihr müsst es irgendwie zusammen machen. Es ist ziemlich frei, ich weiß nicht, was es heißt. Entweder synchron oder... Ja, das wäre im Team. Okay, let's try. So, ab Bocke. Oh. Die Füße sind bereit. Perfekte Ausführung. Ich will vorlehnen. Ich sag schon recht. Ja, klar. Ja! Ich bin davor. Du bist auch dran. Ja, vorne, ich leg dich vor. Hey! Schön. Wo kann man weiterklicken? Okay, spin. Drück einmal zusammen. Bam! Drück direkt nochmal hier. Schön, ist geil, oder? Fette Katze. Mit Anlauf! Ja! Okay, fette Katze mit Anlauf. Ich habe ihn, aber die ist wieder hängen. Was? Ich habe eine Katze. Ah, shit! Ja, die Katze ist hinten. Wir können auch wandern, das ist ja erfahrtsunabhängig. Habt ihr Bock, eine fette Katze zu ziehen? Ja, ist klar. Wie, habt ihr Bock, ist die Aufgabe? Immer! Aber wir haben keinen Bock, wir haben eine Aufgabe. Wing wurde jetzt angefragt, das einmal vorzumachen. Oh, jetzt hätte ich gehen müssen. Ah, ganz knapp, aber natürlich nicht die Voraussetzung, die eine Berliner fette Katze erfüllen muss. Oh. Oh! Geil, also! Schön!
Okay, es geht. Oh Mann. Gut, ich auch, ne? Ja. Gut. Ja. Ich will nicht mehr droppen. Ja. Ich glaube, wir haben einen Drop gar nicht drauf. Das ist immer ein Nebeneffekt. Ja. Drop steht gar nicht drauf. Nein. Aber das ist geil. Rutschig. Lauf eben weg. Kannst du da runter kommen? Oder wo? Ist halt rutschig, aber. Aber ich muss ja nur Lasche machen. Ja, stimmt. Lauf ganz klar. Ja, tun wir dran. Ja, ich ziehe. Ja, das lasch. Das Geräusch, wow. Extra Sound angelassen. Schuhe tauschen. Schuhe tauschen. Wir gehen den Formspin. Formspin? Also, das war's? Das war's. Ja, aber ist ja klar. Das war's. Wir springen in die Schuhe rein. Oh. Das ist gut. Ja, was ist da logisch? So, alle vier hintereinander. Du kannst auch eine Schuhreihe machen. Geile Ideen, Mann. Oh mein Gott. Und wir brauchen gar nicht so lang, ne? Kreativität gleich 100. Also, was heißt drin? Wann bist du in den Schuhen? Jetzt verschwachsäckst du. Was? Oder? Glückwochmaßig? Glückwochmaßig? Ich muss einfach nachher weiterrennen, ist gut. Ja, voll. Also, bist du auch selber? Und was sagt der Schaffnitz? Zwei, eins. Das ist schon gut. Oh! Und gut, aber weggeworfen, die Schuhe. Das sah so schnell, ich wusste gar nicht, wohin ich gucken muss. 3, 2, 1, los! Wettrennen. Man könnte mir meinen, wir wären ein bisschen komisch. Nur so ein bisschen. Jetzt ist euer Posten durch. Ja. Jetzt seid ihr dran. Jetzt sind wir dran. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Abo führt uns schon an den nächsten Ort. Was wird es sein? Ich frag mich. Okay, rate mal. Du hast drei Möglichkeiten. Drei Möglichkeiten. Ohne Tipp, komplett? Ja, ohne Tipp. Ja, ich gebe dir auch Tipps. Aber wir sind noch beim Technikposten, ne? Hauptposten? Mhm. Oder was? Hauptposten. Okay. Hauptposten. Ich gebe dir Tipps. Ja, warte, ich gebe dir ersten Tipp. Ja? Okay. Es ist mit Holz. Holz. Okay. Echt? Ja, dann denke ich an Präzisionsspringer direkt. Ich weiß nicht, ob das sein. Es kann zwei sein. Entweder Präzis oder irgendeine krasse Hangel-Challenge. Soll ich das sagen? Ja? Ich weiß gar nicht, was wir machen. Du weißt gar nicht. Oh, na toll. Okay. Du bist gar nicht beim Holz oder was? Nein. Oh Mann. Abo hat den Posten vorbereitet. Ja, warte, Abo hat den vorbereitet. Das ist ja schon ein Tipp. Ja, ja. Okay, ja, Abo hat es vorbereitet. Das ist auch ein Tipp, ja. Okay. Abo mag es gerne präzis. Ja. Es ist, aber du weißt nicht, was es ist. Das bringt gar nichts, mit dir zu reden. Nein, gar nicht. Wow, hier. Geil. So kennt man Bern. Geiles Sport. Grün mit Beton. Beton. Jo. Also, sehr gut. Ich finde es mega schön, das Training hat sich so aufgeteilt, dass es wie bei mir klassischerweise im Training ist. Ein Freiposter, einer ganz klar mit einer Vorgabe. Das, was wir hier machen, wir haben in den Trainings mag ich extrem gerne, wenn man Läufe hat mit Konsequenzen, wo es genau darum geht, man kann es schaffen oder nicht schaffen. Wir haben hier einen Lauf. Wenn man irgendwo zwischendurch einen Fehler macht, gibt es Quadrupedie rückwärts an den Start. Mhm. Ganz zum Schluss kommt eine Technik, die relativ mühsam ist. So, die Challenge ist, das ganze Ding im Stück zu schaffen, ohne Fehler. Am Schluss ist ein Katzeprezi, wo man rückwärts landen muss. Warum bestrafst du mich? Weil ich dich mag. Geil. Und du drauf stehst. Oh, das ist keine Bestrafung, ich bin selbst schuld. Er steht trotzdem drauf. Ich stehe auf dem Boden. Wir haben dafür 25 Minuten, wo ihr Zeit habt, das Ding durchzuziehen, und ich zeige es am Anfang ganz kurz vor. Also Abo zeigt jetzt seinen Lauf.
der Lauf mit Konsequenzen. Wir machen einfach keinen Fehler. Wir machen alles so perfekt wie Ming. Ja, ich hoffe, das klappt direkt beim ersten Mal. Genau. Ja. So wie der Prezi, so wie der Katze. Katze, alles nicht beim ersten Mal geschafft. Wir schauen mal. Ich weiß auch noch gar nicht, was kommt. Gehen wir runter wie noch. Dann hier. Ja. Ist, wenn ein Auto kommt, Fehler? Nee. Gut. Das muss man vorher koordinieren. Hier. Dann ist es doch ein Fehler. Auf der blauen Linie und dann Prezi auf der Kante. Das Ziel ist, ab hier darf man den Boden nie mehr berühren, bis man hinten bei der Stange ist. Das heißt hier auf der Linie, dann auf der Kante entlang, mhm, auf die Gullideckel und dann geht es zum Schluss ein Plätze. Bis fort. Kante oder Deckel ist, zählt. Ja. Und hier ganz zum Schluss, also nicht ganz zum Schluss. Ein bisschen Prezi, da muss man auch stehen. Ja. Und dann die letzte Technik. Da darf man auf den Boden. Hier darf man auf den Boden. Die letzte Technik ist Katze, rüber und dann auf der unteren Kante irgendwie landen und stehen bleiben. Oh. Anders geht's nicht. Also geht auch Armsprung hier rein. Ja, ja. Doch. Ohne Hände? Für mich. Ich schaff's nicht mit meinen. Ja, ohne Hände quasi hier rein. Ohne Hände. Ohne Hände. Oben halten. Oben mich halten. Oh krass. Okay, cool. Schade. Wenn Autoton ruft, so, ja. Gut. Oh. Ready? Ja. Ich würde rollen, ja? Ich bin nicht so schnell dann. Okay. Ja! Nein, Ming! Direkt gestorben! War nicht so weit, ne? Nee, war nicht so weit. Ich glaube, ich bin schräg gesprungen. Man muss gerade. Ja. Man muss dann gerade raus. Ah! Okay, für mich geht's aber weiter. Okay, hier Linie. Dann hier drauf. Ich warte auf ein paar noch, dass wir hier ein bisschen zu zweit sind. Oh! Schöner Versuch. Wir so tack und dann Prezi direkt mitgenommen. Wäre mega schön. Wäre schön. Aber ja. Ja. Oh. Prezi nicht geschafft. Jetzt geht's nämlich auch zurück, Quadrupedie. Ich schaue noch für Glück zu. Alles scheiße dir, also los. Ja. Und jetzt Abschluss. Hey! War nicht ganz perfekt, aber. Nein, nein.
perfekt! Ja. Nein! Warte, komm! Ja, komm! Ja! Und Quadrupedie! Ja. Von hier? Ja, klar! Luca, was sagt man dazu? Oh. Super safe, aber wer es nicht schafft, muss die Konsequenz sein. Slurp it! Runter. Okay. Komm mal ein bisschen runter. Hier. Komm mal ein bisschen runter. Nee, ist ganz normal in Berlin so, da sind wir immer so abgehoben. Deswegen bleibe ich jetzt hier oben. Krafttraining sieht folgendermaßen aus. Motivation kam von Marius. Grüße gehen raus, Marius. An sein absolutes Hell-Night-Abfuck-Krafttraining. Ich weiß, was ich immer Karawane genannt habe. Daher kommt die Inspiration. Wir haben es ein bisschen abgeändert und haben es Kleopatra genannt. Gibt das? Doch schon. Schön, 3 Minuten laufen ab jetzt. Bitte, glaube ich. Ja? Du rechts geht. Okay, genau. Das sind die Herausforderungen im Training. Man muss Platz machen. Klare Sache. Nein! Au! Für dich auch anstrengend? Für mich geht's. Das ist nicht so wie die Sense, Roland. Die war ein bisschen edlisch, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das ist der zweite Klasse Abteil. Das ist Economy. Das ist kein Business Class mehr. Also, das war's mit dem Training heute. Hat riesen Spaß gemacht. Ein großes Kompliment an Berlin für die kreativen Aufgaben. Ich freue mich riesig darauf. Ich glaube, die ein oder anderen Schüler werden das auch noch miterleben dürfen. Wenn ihr unseren Channel supporten wollt, like, kommentiert, subscribe. Das ist unglaublich wichtig für uns. Deswegen seid auf jeden Fall dabei. Ich hoffe, ihr konntet heute einige neue, coole Berliner Sprichwörter mitnehmen und vielleicht beim nächsten Training mal den Schweizer Coach an den Kopf werfen. Sagt gerne mal Bescheid und schreibt in die Kommentare rein, ob das Hochdeutsch-Video heute besser war als sonst. Ich bin auf jeden Fall dafür. Und kommt zu uns in die Klassen, um Parcours zu lernen. Und wenn ihr in der Klassen seid, kommt dieses coole T-Shirt, das Vision-Shirt, auch von Adfor. Genau, wenn ihr sonst coole Kleider wollt, Etrefort, gibt coole T-Shirts, Pullover und Hosen zum Tragen im Alltag und im Training. Ja, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen inspirieren mit den Aufgaben. Probiert die selbst aus, geht mit einer kleinen Gruppe raus und es kommen so viele neue Sachen. Ja, auch wenn man die Aufgaben schon kennt, die Ideen explodieren einfach. Deswegen vielen Dank und bis bald. Ciao! Ciao!